So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wie der Titel schon sagt, ich war in Barcelona. Ich habe euch mal mitgenommen nach Spanien. Ich bin hier, wie ihr sehen könnt, am Kölner Dom. Neben den ganzen Palmen und so weiter. Wer in Köln wohnt, weiß das. Spaß beiseite. Es ist gar nicht so weit um die Ecke. Ihr könnt ruhig mal aus Köln hierher fliegen. Dauert 2 Stunden. Es sei denn, ihr seid mit einem Flieger unterwegs, der von Ryanair, der dauert 4,5 Stunden. Dementsprechend macht das nicht. Und ansonsten nehme ich euch jetzt mal mit auf ein paar Eindrücke, bevor es morgen dann richtig losgeht mit der MagicCon. Vor der MagicCon habe ich ein paar Tage Urlaub mir gegönnt und auch nach der MagicCon habe ich mir ein paar Tage Urlaub gegönnt, was einfach sein musste. Barcelona ist mir nicht alle Tage, ich habe ein bisschen Sonnenbrand und das kommt vielleicht von der vielen Sonne. Es war wahnsinnig, wahnsinnig heiß. Überall standen Wasserspender rum. Es war richtig gut organisiert von Pastimes, die da halt auch diese Wasserspender geschmissen haben, glaube ich. Und war wirklich, wirklich, wirklich cool. Auf der MagicCon war es Wahnsinn. Es war wahnsinnig geil. Vielen Dank nochmal an alle, also an Wizard of the Coast, an Ultimate Guard, an jeden, der zu mir gekommen ist und mir gequatscht hat. Ich habe irgendwie, ich glaube, 10 Matten unterschrieben, irgendwie so 10, 20 Karten unterschrieben. Habe ich nie mit gerechnet auf dem internationalen Bereich. Und selbst auf dem internationalen Bereich musste ich so viel Zeug unterschreiben. Es war wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und für mich so ein richtiges so, wirklich eine sehr, sehr, sehr coole Aktion. Auf der MagicCon, wo man reinkam, hatte man direkt erstmal so ein Wow-Feeling. Denn man hatte erstmal so eine riesige aufgebaute Weatherlight da stehen, also die Wetterlicht, mega cool. Und da waren auch viele der Cosplayers tatsächlich öfter mal an diesem Teil dran, um sich da fotografieren zu lassen. Dahinter war tatsächlich so eine Art von Village. Da gab es zum Beispiel für die Ringgeister so einen wunderschönen Bereich. Ansonsten gab es verschiedene Bereiche, wie zum Beispiel das Auenland. Mit so einem Cake, mit so einem Geburtstagscake, wahrscheinlich für 30 Jahre Wizards, würde sich passen. Herzlichen Glückwunsch nochmal von meiner Seite aus. Und ja, das war wirklich, wirklich cool und super liebevoll. Generell, das Event war super, super liebevoll, ihr werdet es noch sehen. Es gab zum Beispiel so einen kleinen Fibble-Thip, den man finden konnte, um sich einen Button zu gewinnen. Es gab haufenweise zwar 295 Secret Layers, die man zugesteckt bekommen hat. Der gute Tim Gettke, mit dem ich auch bei Solaris und Ultimate Guard im Livestream geco-hostet habe, mega, mega cool. Der hat so einen Umschlag bekommen mit einem Lord of the Pit drin, zwar nummeriert von 1 bis 295, weil es gab 295 Alpha-Karten, deshalb, ja, daher kommt das. Dann gab es eine Elsbeth, die vom Himmel gehangen hat und. Die Location war wunderschön designt. Es war auf der einen Seite sehr, sehr krass, wie viele Stores da waren, wie viele Artists da waren. Das war sehr cool. Dann kam eben dieser sehr freundliche Bereich, eben, wenn man sich so ein bisschen mit dem Drumherum beschäftigen wollte. Und dann gab es so einen Casual-Bereich, wo man halt geplayt hat. Das war wirklich cool. Also so verschiedene Tische, so gelbe Area, Blue Area, White Area und so weiter. Und ihr kennt das vielleicht von Grand Prix noch. Und das war wirklich, wirklich cool, weil die Pro-Tour wurde halt komplett woanders abgehalten. Sie wurde halt komplett autark gemacht. Auch die Judges von der Pro-Tour sahen anders aus. Es waren nicht random Judges, sondern sie hatten ein dunkles Shirt an. Es sah alles sehr seriös aus. Es war wirklich alles professionell. Und das erwarte ich vom Pro-Play. Auf der anderen Seite war halt eben dieses Drumherum noch, diese MagicCon drumherum, wo halt so viel Spaß, so viel Liebe, so viel Zusatzzeug reingewandert ist. Das war wirklich, wirklich cool. Dann gab es ja die Content Creator Corner, wo ja auch ich unter anderem einen Slot drin hatte, wo wir einfach ein bisschen rumgesessen haben, ein bisschen gedraftet haben. Ein paar Leute kamen zum Quatschen, es waren nicht viele, aber es waren ein paar. Man konnte so ein bisschen connecten, das war ganz cool. Aber das war eine der wenigen Zeiten, wo ich mal wirklich gespielt habe. Ich war wirklich, muss ich sagen, nur am Arbeiten. Nur am Videos drehen für euch, Impressions aufnehmen. Ich habe 10 Stunden lang den Co-Stream gemacht von Wizard of the Coast, Schrägstrich, Unterstützung von Ultimate Guard. Und es war wirklich krass. Sehr, sehr, sehr. Wie siehst du das Matchup so? Also Rhinos versus Scam? Ich glaube tatsächlich, dass sie machen beide dasselbe, aber Rhino macht es effektiver. Rhino ist einfach, also die Leute spielen Rhinos, um Evoke zu besiegen. Dazu kamen noch viele andere Aktionen, die ich nebenbei noch gerissen habe und so weiter und so fort. Das war wirklich, wirklich krass, weshalb ich halt. Ich glaube, ich habe 2 Legacy-Spiele gespielt. Davon habe ich ein Turnier gewonnen, tatsächlich. Das war ganz cool. Da habe ich einen Italian Legends Booster gewonnen. Und das zweite bin ich 2-1 gegangen. Das war okay. Und diesen Draft, wo wir gedraftet haben und ein Spiel gespielt haben, was ich gewonnen habe. Und
Wenn ich ehrlich bin, war es das, glaube ich, schon. Also ich habe noch im Hotel so ein bisschen gespielt, aber das zählt ja nicht zum Magic Compact. Aber ja, das war es dann schon. Also das war mein Magic Play. Man konnte unendlich viel spielen, wenn man halt nicht so hart eingebunden war und das Ganze vielleicht nicht ganz so krass als Business-Trip gesehen hätte, wie ich es am Ende jetzt getan habe. Aber ich muss sagen, das hat sich so krass gelohnt. Es war wirklich krass. Also Business-Trip ist in der Anführungsstrichen zu setzen. Wir sind immer noch auf dem großartigsten Spiel. Das großartigste Sache überhaupt mit super coolen Leuten, die vor Ort waren. Mark Rosewater war vor Ort. Gavin Verhey war vor Ort. Für mich Brian Kibler, mein Held aus Kindheitstagen, war vor Ort. Man hatte so viele Leute getroffen und keiner ging nur vorbei und sagte, ja, okay, Foto und weiter, sondern man konnte sich wirklich mit den Leuten unterhalten. Ich habe mit Mario so ein bisschen darüber geschattet, wie das ist mit Game Design und so weiter und so fort und wie man das Ganze aufbauen könnte, und er hat so ein paar Hints fallen lassen und ich dachte so, wow, okay, Mario ist wirklich so, dass er hinkommt und sagt, the people voted for me to be on this first MagicCon, und ich war so, hä? Sorry, but there's only one MagicCon in Europe. Und er so, guck mich an, yeah, they voted me on the first. Und ich war so, okay, das, was heißt das? Das war super krass. Ich habe gerade connected, was für uns als Content Creator ja ziemlich wichtig ist, mit ein paar Stores gesprochen, mit vielen anderen Content Creatern gesprochen. Es waren ja so viele auch aus Deutschland da. Es war wirklich wahnsinnig cool. Und ich kann da gar nicht genug danken für. Es war wirklich viel drumherum. Es war super viel Liebe da drin. Man konnte so viel machen. Die Car Trader hatten meistens relativ faire Preise, es waren halt Messepreise, dementsprechend waren sie am Sonntags am günstigsten. Jeder, der Freitag und Samstag gekauft hat, schwierig. Es war eine krasse Preiswall da, es war wirklich schöne Preiswalls. Ja, es waren nur Sealed Products. Was habt ihr erwartet? Also, ich habe darüber ein paar Beschwerden gehört und ich habe mich da jetzt mal hingestellt und gesagt, da steht halt kein Händler dahinter, sondern hier steht Wizard of the Coast dahinter. Und Wizard of the Coast macht keinen Einzelkartenverkauf. Da lagen ein paar Secret Lair rum. Es gab ein Secret Lair, was explizit nur für diese MagicCon gemacht wurde. Die lagen da so ein paar rum. Aber es gibt keinen Einzelkartenverkauf. Und dann war halt so ein paar Ultra Pro Produkte und so weiter. Es war ganz, ganz cool mit den Ticks. Wer es noch nicht weiß, wer es noch nicht kennt, ich kann da mal ein Video drüber machen, wie so ein Grand Prix, so ein MagicCon oder so wirklich im Detail aufgebaut ist und warum, was, wie ist. Ihr kennt mich, ich bin als Erklärbär bekannt und ich erkläre sehr, sehr gerne Dinge. Ich habe relativ viele Connections und kann da auch relativ viel immer wieder aus den Nähkästchen plaudern. Es sei denn, ich unterschreibe wieder irgendein NDA, dann kann ich darüber nicht viel erzählen. Aber wenn ich dann irgendwo Informationen habe, wisst ihr, teile ich sie sehr, sehr gerne, weil ich finde, wir leben in einer viel zu krassen Politikwelt. Und ja, dementsprechend, Mario hat gestated, es könnte sein, dass wir eine weitere MagicCon in Europa bekommen. Und wenn ja, hoffe ich, dass ich da auch sein kann. Boah, da hoffe ich so drauf. Das war so cool, so schön. Wir sind abends meistens mit irgendwelchen 3-4 Leuten von der Content Creator Szene essen gegangen. Und ansonsten habe ich halt die Halle durchforstet, wenn ich nicht gerade in irgendeinem Turnier oder in irgendeinem Termin oder in irgendeinem Stream oder sonst was war. Und habe Videos gemacht und habe halt auch so ein bisschen mit den Leuten ein bisschen gequatscht. Und es war wirklich, wirklich cool, muss ich sagen. Ich bin da wirklich sehr begeistert von gewesen, wie das Ganze aufgezogen wurde. Und bin von vorne bis hinten sehr, sehr, sehr zufrieden gewesen. Ich bin auch in, glaube ich, verbotene Areas vorgedrungen und habe Videos von oben gemacht, die ihr teilweise auch seht in den Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt hin durfte. Es gab auch so einen Bereich für die VIP Black Lotus Sachen. Die wurden tatsächlich nicht so positiv aufgenommen. Da gibt es einen Reddit-Beitrag zu, den könnte ich euch mal unten in der Beschreibung verlinken. Da muss Wizards noch ein bisschen nachlegen, auch wenn ich mit ein paar Leuten geredet habe, die gesagt haben, ja, ist halt so, also was habe ich erwartet? Es ist okay, andere Leute haben sich wirklich hart beschwert, die haben gesagt, hey, es ist ein Black Lotus VIP und I don't feel like a VIP und ja. Ist immer schwierig, wenn die Leute anfangen, halt 87 Euro für ein Eintrittsticket zu bezahlen. Das muss man auch einfach sagen, das ist heftig und ja, da kann ich schon verstehen, dass man dafür irgendwie auch was geboten haben will. Und das war hier wahrscheinlich nicht ganz so krass der Fall. Aber man muss auch sagen, also das erste war ja ein absolutes Desaster von diesen Magic Cons. Und mittlerweile, auch für die Magic Con, muss ich sagen, es war so cool. Also, wenn Wizard sich weiter in diesem Tempo verbessert, wird das, jetzt ist es schon geil, aber dann wird es ein richtig krasses Teil. Und ich bin gespannt, wie die Zukunft davon weitergeht. Ich war auf jeden Fall super zufrieden. Ihr seht die ganze Zeit noch zwischendrin. Ich mache mal wieder, schneide mir wieder Pausen in mein Gespräch ein, dass ihr mal so ein paar B-Rolls sieht, ein paar Sachen wie ein paar Bilder, die da reinkommen und auch einfach nur die ganze Zeit die Eindrücke, die ihr mitnehmen könnt. Und wie ich schon gesagt habe, ich kann euch das wirklich, wirklich nur empfehlen, da mal hinzugehen
wenn ihr die Chance habt und wenn es noch eine MagicCon geben sollte und ihr die Chance habt, dahin zu gehen, geht da hin. Geht da einfach hin. Das ist einfach eine Empfehlung von mir und ich würde es auch tun. Je nachdem, wo es ist, würde ich sogar hingehen, wenn Wizards mich nicht einladen würde. Und ihr wisst, bei mir ist es immer wieder ein bisschen enger mit Kohle und allem drum und dran. Und dementsprechend war das wirklich, wirklich gut, dass Wizards mich einladen konnte. Plus natürlich für mich natürlich ein Stück weit hat die Reise auf meine Patrons finanziert. Und naja, meine Patrons, ihr seht sie jetzt gerade ein bisschen eingeblendet. Nochmal vielen, vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Hier sind jetzt die Supporter-Tiers und Talia-Tiers aufgelistet. Es gibt auch kleinere Tiers noch und ich bin euch so, so dankbar, das glaubt ihr nicht. Also vieles von dem, was ich da erlebt habe oder was ich machen konnte, das teilweise Fancy-Essen, was ich essen durfte, konnte ich nur machen wegen Patreon und weil ich eben da so ein bisschen Sicherheit aktuell bekomme. Und ja, das muss ich sagen, ist so krass. Es ist wirklich, wirklich so krass. Vielen, vielen Dank an euch auch nochmal. Beim Livestream, im Kursstream durfte ich neben Tim Gettke, wie ich schon gesagt habe, Solaris himself und neben Robin tatsächlich, von wir beide machen ja Radio Afnika zusammen, durften wir ein paar Matches kommentieren. Es war ziemlich, ziemlich cool, da im Livestream zu sein und da auch das Team zu unterstützen und da eben auch Leuten eine coole Show zu geben, hoffe ich. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die VODs sind, glaube ich, jetzt bei Solaris schon oben oder kommen die Tage hoch. Und ja, als dann Pro Tour vorbei war, sonntags, alle am Rasseln waren, alle am Feiern waren, gab es auch so ein Live-View. Und das war auch mega krass. Dieser Live-View, wo alle zugeguckt haben. Auf der Bühne waren, glaube ich, am Kommentieren Toffel und Menguchi, glaube ich. Das war super, super krass. Die Crowd, also die Spanier, wow, die haben jeden Ding gefeiert, was gezogen wurde. Du hörst jedes Mal so, oh, krass. Und genauso war es ja auch bei dem Cosplay-Panel, was es gab, wo ich noch war. Das war auch mega. Here is Itani. You get the honor. Ram roll. Misha Kia Svetla Slotin. Come on up stage. Dazu gab es noch einen Panel, wo dann die Command Zone gespielt hat. Es war mega krass. Wenn die da reingekommen sind mit ihren Fahnen und ihren Karten, die sie hochgehalten haben, das war wirklich, wirklich cool. Und dann gab es noch eine Aftershow-Party mit Frodo als DJ, also Elijah Woods. Und ja, ich hatte mir vorher, wenn ihr könnt gerne einfach mal, ihr merkt, ich bin sprachlos. Es gab einen DJ vorher, der war ganz gut, dann kam Elijah Woods, ich möchte nichts Negatives sagen. Aber das war nicht meine Musik, die da aufgelegt wurde. Dementsprechend bin ich da dann auch nicht lange geblieben und habe selber lieber noch irgendwo eine Party gesucht, die nicht von Elijah Woods aufgelegt wurde. Und ja. Ansonsten war es trotzdem ganz cool. Also die Leute konnten Frodo live sehen. Ich konnte Frodo ein paar hundert Meter vor mir live sehen. Das war mega. Das war wirklich, wirklich cool. Und ja. Die Musik war halt nicht meins. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Davor die Musik war besser. Und ja. Ist halt so. Alles in allem mega krasses Event. Jeder kam auf seine Kosten. Selbst Leute, die keinen Bock hatten auf Magic spielen, kamen nie auf ihre Kosten. Sammler, Fans, Pro-Spieler oder auch einfach Commander-Spieler oder selbst in meinem Fall Legacy-Spieler. Ich durfte Legacy auf einem offiziellen Event spielen. Das bricht immer noch mein Mind und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es war so cool. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video und ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Video einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr anderen Leuten was zeigen wollt, was so abgeht bei der MagicCon in Barcelona 2023, könnt ihr gerne das Video hier zeigen. Mich freut's, mir hilft's, euch freut's, den Menschen, denen ihr es zeigt, freut's vermutlich. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Abrexit. Ciao, ciao.